Servus Freunde der taktischen Unterhaltung, mein Name ist Tactical Viper und ich begrüße euch herzlich zu meinem allerersten Waffenreview-Format hier auf meinem Kanal. Heute habe ich euch die Bergmann MP18 aus Verdun mitgebracht, eine Maschinenpistole aus dem Ersten Weltkrieg. Und ich werde sie euch in den nächsten paar Minuten ein bisschen näher vorstellen, also schon mal viel Spaß dabei. Die Bergmann MP18 war die erste echte Maschinenpistole, die produziert wurde. Sie wurde während des Ersten Weltkriegs von Theodor Bergmann und Hugo Schmeisser im Deutschen Reich entwickelt und 1918 an die deutschen Fronttruppen ausgeliefert. Die MP18 wurde speziell für den Grabenkrieg entwickelt, da ein Maschinengewehr viel zu schwer war und ein Gewehr nicht die nötige Feuerrate hatte. Durch die hohe Feuerrate der Bergmann MP18 wurde sie auch Grabenfeger genannt und sie war einer der Gründe, warum es im Deutschen Reich im Versailler Vertrag verboten wurde, automatische Waffen herzustellen. Bis zum Kriegsende wurden insgesamt ca. 35.000 Stück produziert. Aber genug geschichtliche Informationen, wir kommen zu den technischen Daten der Bergmann MP18 und damit natürlich als Kategorie natürlich die Maschinenpistole, da lässt sich glaube ich auch nicht drüber streiten, das ist einfach Fakt und gesetzt. Als Hersteller bzw. Einsatzland würde ich auf jeden Fall hier das Deutsche Reich sagen. Als Kaliber haben wir hier ein 9mm Parabellum-Geschoss. Die Magazingröße beruft sich hier auf 32 Schuss aus einer Mischung aus Trommelmagazin und Stangenmagazin, also praktisch eine Schneckentrommel. Und als Feuerrate haben wir hier 400 bis 450 Schuss pro Minute. Also schon recht ordentlich für eine Maschinenpistole aus dem Ersten Weltkrieg. Um die Waffe selber in Verdun spielen zu können, müsst ihr auf jeden Fall die Stoßtruppen nehmen, also die deutsche Nation und dann als Kategorie die Stoßtruppen. Und dort müsst ihr den Waffenspezialisten auf Stufe 3 aufleveln und dann bekommt ihr erst die Bergmann MP18. Wie ich vorhin schon mal ganz kurz erwähnt habe, ist die Bergmann MP18 nur für Grabenkämpfe geeignet. Und das ist auch ein bisschen so das Einsatzgebiet von der Waffe, denn nichts anderes könnt ihr außer nur im Nahkampf damit kämpfen. Denn sobald es so mehr als 100 Meter in die Reichweite geht, kackt die Waffe auf jeden Fall ordentlich ab und ihr trifft einfach auf jeden Fall gar nichts mehr, auch nicht mit Single Shot, das kriegt ihr einfach nicht hin. Neben der schlechten Reichweite macht die Bergmann MP18 auch im Magazin keine gute Figur. Klar, 32 Schuss klingen im ersten Moment gar nicht mal so schlecht, aber die Nachladezeit macht das Ganze wiederum richtig negativ. Und zwar braucht ihr für ein halbvolles Magazin und ein leergeschossenes Magazin jeweils 7 Sekunden zum Nachladen. Also plant das auf jeden Fall ein, wenn ihr mit der Bergmann MP18 unterwegs seid. Trotz schlechter Reichweite und langer Nachladezeit macht die MP18 vom Bergmann dennoch eine gute Figur in Sachen Rückstoß. Denn feuert ihr die Waffe aus der Hüfte ohne zu kontrollieren ab, zieht die Bergmann etwas nach oben, wie ihr sehen könnt. Allerdings bleiben die Kugeln trotz einer kleinen Verstreuung relativ zentral. Heißt also, im Falle eines Falles könnt ihr dennoch die Gegner im Nahkampf so aus der Hüfte treffen. Nutzt ihr aber jetzt Kimmer und Korn als Visier, dann sieht das Ganze natürlich ein wenig anders aus. Und zwar schießt die Bergmann ohne Rückstoßkontrolle geradewegs nach oben und die Kugeln schlagen nahezu in einer geradlinigen Linie ein. Natürlich kann man das ein wenig kontrollieren, indem man die Maus einfach ein wenig nach unten zieht und schon sind die ganzen Kugeln zentral auf einer eigenen Höhe. Zum Abschluss kann man sagen, dass die Bergmann MP18 eigentlich eine ganz gute Figur im Grabenkampf macht. Allerdings sind viele Schlachtfelder in Verdun so ausgelegt, dass viele sich über große Fernungen bekämpfen, über Karabiner und viele auch selbst im Frontlinienmodus gar nicht so wirklich in den Nahkampf reingehen. Ja, viele nutzen trotz im Graben die Karabiner und selbst die machen mit einem Schuss meistens einen Kill und da seid ihr gerade noch dabei, die zweite oder dritte Kugel der Bergmann abzufeuern. Denn ihr braucht mindestens 5-6 Schuss, um einen Gegner zu töten. Natürlich, ein Headshot ist ein Headshot und tötet sofort. Aber dennoch, ich muss sagen, in meiner Testreihe, wo ich die Bergmann jetzt mehrere Stunden gespielt habe, habe ich meistens im Nahkampf verloren und das ist für eine Maschinenpistole schon eine sehr, sehr schlechte Erfahrung. Und von daher muss ich sagen, ich empfehle sie nur teilweise, wenn ihr Bock drauf habt und zusammen als Team arbeiten könnt, dann auf jeden Fall mal versuchen. Ansonsten, wenn ihr alleine spielt, lasst es lieber bleiben und nutzt vielleicht lieber den Karabiner 98. Ja, das war's auch schon zu meiner ersten Waffenreview-Folge von Verdun mit der MP18 von Bergmann. Wie hat sie euch so gefallen, die Waffe? Findet ihr sie wirklich cool oder nutzt ihr mehr so Karabiner im Spiel selber? Und auf jeden Fall mal einen fetten Like da lassen, falls euch das Video gefallen haben sollte, denn es hilft mir auf jeden Fall weiter zu sehen, wie das Format so ein bisschen ankommt. Gerne ist auch Kritik und Feedback in den Kommentaren gesehen. Und natürlich könnt ihr auch eure Waffenwünsche in die Kommentare posten. Ja, vielleicht ist sogar die Waffe dabei, die ich als nächstes reviewen soll. Oder vielleicht sind so viele Daumen nach oben oder so viele Kommentare über eine bestimmte Waffe, dass ich sie auf jeden Fall sofort reviewen muss. Ja, wie gesagt, Spiele beziehen uns hier auf alles, was ihr auf meinem Kanal findet. Also auf jeden Fall mal ein bisschen die Augen aufhalten und mal eure Wunschwaffe in die Kommentare schreiben. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen angenehmen, schönen Tag und wir sehen uns dann bei dem nächsten Video von mir. Bis dahin, ciao.